Liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, ja, schön, dass Sie, ja, Sie vermuten jetzt wahrscheinlich das bayerische Fernsehen eingeschaltet haben. Nein, das ist nicht so, sondern heute gehe ich mal spazieren mit Franz Xaver Gernstl. Heute ging er mir zweimal spazieren. Genau. Rollenwechsel. Rollenwechsel, genau. Wie ist es, wenn Sie jetzt einfach mal so auch interviewt werden über Ihr Leben? Was geht da vor in Ihnen? Je nachdem, wie der Interviewer mich befragt, wenn er sich wie ein normaler Mensch benimmt, ist das ein ganz normales Gespräch. Und manchmal gibt es Leute, die stellen so komplizierte Fragen, dass ich erst nachdenken muss, was will der Mensch überhaupt wissen von mir. Dann wird es immer schwierig. Also nee, aber ich glaube, Sie sind ja ein normaler Mensch und stellen normale Fragen. Und die werde ich beantworten wie ein normaler Mensch. Selbstverständlich. Halte ich es bei meinen Sendungen auch immer. Jetzt habe ich natürlich jetzt in den letzten, würde ich mal sagen, 24 Stunden unwahrscheinlich über Sie gegoogelt und geschaut. Und also Sie haben schon ein wunderbares Leben. Das stimmt, ja. Mir ist auch nie wieder etwas Schlimmes passiert, außer meinen Arm gebrochen. Die Kinder haben alle ihre Kindheit überstanden, die sind jetzt erwachsen. Einer hat sich mal die Zunge halb abgebissen. Also ansonsten schwere Schicksalsschläge haben mich nie ereilt. Auch nicht damals, als das losging mit Ihrem wunderbaren Spezi, dem Kameramann, da habt ihr ja mal zufällig in Bayern den gleichen Hosen angepeilt. Wir waren das. Naja, sagen wir mal, er war verheiratet mit der Georgia. Das wusste ich aber nicht. Also die Georgia kam irgendwann mal in Rosenheim, wir hatten so eine kleine Kommune, hieß das damals. Ja. Kam plötzlich eine daher und es war Freundin von einer Mitbewohnerin. Und die sagt, ey, ich muss unbedingt nach Poing, fahrt einer nach Poing heute. Und ich musste nicht nach Poing, aber ich habe gemerkt, das ist eine tolle, wunderbare Frau. Da waren Sie egal wo hingefahren, oder? Jetzt sind nach Casablanca gefahren. Genau. War aber nicht notwendig. Und dann habe ich nach Poing gefahren. Und dann hat sich herausgestellt, dass es einen Ehemann gab auch. Mhm. Und die hatten auch so eine Kommune. Damals war das alles so ein bisschen lockerer. Also. Ja. Und die hatten ein paar Tage vorher eine offene Ehe beschlossen. Und sie hat das auch ernst genommen. Er fand es dann nicht mehr ganz so toll. Jedenfalls bin ich dann im ehelichen Schlafzimmer gelandet und die haben im Wohnzimmer geschlafen. Irre Situation, war alles total peinlich. Und dann am nächsten Morgen habe ich geschaut, dass ich mich schnell wieder abpacke. Aber wir haben uns dann stark verliebt ineinander. Er wusste auch davon, es war ja ausgemacht, dass sowas erlaubt ist. Und da ist die Freundschaft nicht zerbrochen? Nein, nee, wir hatten ja keine Freundschaft. Ja, ich kannte den Typen ja überhaupt nicht. Das war schon immer ein bisschen schwierig, ging ein Jahr lang. Und dann hat sie gesagt, nee, sie hält es jetzt nicht mehr aus mit zwei Männern und das müssen wir jetzt beenden. Und da dachte ich, scheiße, die tollste Frau, die ich je kennengelernt habe. Und dann ist die Sache zu Ende. Ich wollte sterben oder so, mich zumindest nicht mehr verlieben. Keinen Umständen. Das war ein richtiger Liebeskummer, oder? Grausam, ja. Wie sind Sie da rausgekommen? Naja, das war dann so, einen Monat später hat es dann wieder eine neue Begegnung gegeben. Nein, da hat es in Fischering, mein jetziger Kameramann, den hat sie dann auch verlassen. Sie hat uns beide verlassen. Dann waren wir beide verlassen. Und dann haben wir gemeinsam den Ehering zersägt, das weiß ich noch, und beschlossen, Freunde zu werden. Und so ging das Ganze los. So haben wir den Kameramann kennengelernt. Und dann haben wir gesagt, wir ziehen jetzt von Rosenheim nach München. Mhm. Und haben dann wieder, wollten so eine große Wohngemeinschaft aufmachen mit 7 oder 8 Leuten. Und das war aber schwierig damals, so langhaarige Hippies da irgendwie, dass wir da einen Mietvertrag, die haben wir nicht gekriegt. Und dann waren wir dann zu dritt, und weil die Georgia auch schon wieder Probleme gemacht hat, wir waren ja immer noch befreundet. Ja. Dann haben wir eine Männerwohngemeinschaft aufgemacht. Der Fischer und ich und der Willi Frauenknecht. Und das hielt so etliche Zeit. Und da haben wir dann so unsere Pläne geschmiedet. Wir haben uns vorgenommen, das Fernsehen neu zu erfinden. Und dem war ja so. Ich meine, man muss ja einfach mal sagen, normalerweise ist ja Fernsehen immer so da von Hartz IV bis Chanel 5. Ja? Ja. Aber bei Ihren ganzen Begegnungen, die Sie mit Menschen haben, Sie schauen wirklich dem Volk auf den Mund. Ja. Ja. Und Sie haben halt so ein Gespür. Sie haben so ein richtig gutes Gespür. Und wie geht denn sowas? Sagen wir mal so, es liegt vielleicht daran, dass ich es eigentlich nicht gelernt habe. Ich habe ja Bankkaufmann gelernt aus Versehen. Bei der Staatsbank waren Sie? Bei der Bayerischen Staatsbank. War sogar ein ganz guter Lehrling. Haben eine Auszeichnung. War ja gegenüber von der Vereinsbank. In Rosenheim. In Rosenheim, aber in München gab es die auch.
Ja, ja, das ist dann später, als ich dann weggegangen bin, haben die fusioniert mit der Vereinsbank. Da genau, die genau. Bayerische Straße. Weil da war der Direktor Berg. Aha. Als ich damals, sagen wir mal, in Nöten war, habe ich mal einen Kredit gebraucht, dann hat er zu mir gesagt, du weißt was, wir sind von der Bayerischen Staatsbank. Du gefällst mir, aber wenn du mich pratzelst, kehrst du ganz. Das werde ich nie vergessen. Ja. Okay. Also, da war ja nur der Handschlag wichtig. Gell? Ja, ja, das weiß ich auch nicht. Banker waren ehrenwerte Berufe. Das haben sie ein bisschen nachgelassen jetzt. Haben sie ein bisschen nachgelassen. Ja, steht immer unter Verdacht, dass sie irgendwie krumme Geschäfte machen. Ja, ja. Ja, ja. Aber damals waren wir Bankbeamter. Ja, ja. Und als wir dann angeboten haben, wenn ich jetzt noch 2 Jahre weitermache, könnte ich die Filiale am Sommerberg übernehmen. Da habe ich dann Schiss gekriegt und dachte mir, das ist doch nicht das Richtige für mich. Ja. Und ich meine, die Spätzle alle irgendwie mit Bärten und langen Haaren. Und dann aber sie haben ja auch einen Bart gehabt. Damals schon, ja, ja. Schöner Schnauzer. Ja, ja. Jedenfalls habe ich dann Sozialpädagogik studiert. Mhm. Ausstudiert, oder? Ja, ja, ich habe ein Diplom, auch bin ausgebildeter Sozialpädagoge. Mhm. Und habe da schon immer ein bisschen so im Medienbereich Sachen gemacht, beim Institut Jugendfilm Fernsehen, so hieß das. Mhm. Und bei der deutschen Spielfilmliste mitgeschrieben, da wurde jeder Film beschrieben. Ich war irgendwie ein Jahr lang zweimal am Tag im Kino. Mhm. Und ja, aber das war nicht die richtige Ausbildung jetzt so direkt für den Fernsehjournalismus. Und dann haben wir beim BR beworben und da sind 3-monatige. So als Praktikant oder so? 3 Monate Hospitanz. Ja, das war alles. Und da bin ich im Schneideraum gehockt und da habe ich das Filme machen gelernt. Mhm. Da sieht man die ganzen Fehler, die man machen kann. Und dann war ich so 2-3 Mal mit einer als Regieassistent oder Aufnahmeleiter dabei. Und dann gab es tatsächlich einen verwegenen Redakteur, der gesagt hat, du, ich habe da so eine neue Sendung erfunden. Das heißt, die ersten 4 Wochen, dann kommst du an den Macher. Wir machen einen über einen Zivildienstleistenden und einen über einen Rekruten. Und da sage ich, ja, Zivildienstleistung habe ich gemacht. Nein, nein, mach du den über den Rekruten. Es ist immer gut, wenn man keine Ahnung hat. Ja, genau. Dann kann man blöd fragen. Dann kann man so fragen, wie die Zuschauer fragen werden, die auch keine Ahnung haben. Ja. Und so bin ich da so reingerutscht und der ist ganz okay gewesen. Jetzt habe ich den Faden aber eine ganz andere Frage gestellt. Nein, macht nichts. Aber im Grunde, Herr Gerzl, war es ja so, dass der Bayerische Rundfunk ist ja nach wie vor eine sehr wunderbare Institution, aber sehr konservativ. Und das, was Sie da damals so gemacht haben, das haben Sie ja neu erfunden, das hat ja, ganz ehrlich gesagt, nicht ins Programm passt. Nee, das war sehr ungewöhnlich. Ja. Damals ist man mit großem Team gereist, also mindestens 5 Leute, Kameraassistent und Fahrer. Das müssen wir nochmal machen und so. Ja, ja. Und das war dieses Ja-Bitte-Fernsehen. Ja. Also jetzt gehen Sie von links nach rechts, dann frage ich Sie. Das Problem war halt, dass man auf Film gedreht hat. Mhm. Und die Vorgabe war Drehverhältnis 4:1. Mehr durfte man nicht. Und das war schwierig, noch so ein Gespräch zu führen. Das war einfach nicht denkbar. Gehen wir da mal ein bisschen. Ja, ja. Und dann war es ja so, dass wir gesagt haben, also das hat mich immer auch geärgert, wenn ich dann irgendwie was drehen wollte. Und dann war der Kameramann, hat gesagt, nein, also die Kassetten ist voll. Man hockt irgendwie beim Kaffee trinken und dann erzählt der Protagonist plötzlich genau das, was man schon immer hören wollte, so in der Pause. Ja. Und der Kameramann schnallt es einfach nicht. Ja. Der kriegt es nicht mit, dass es jetzt um das Eigentliche geht und trinkt seinen Kaffee aus und sagt, ja, jetzt will Madrid hätten. Gell? Und dann, wo gehen wir dann, oder? Doch. Dann haben wir mit dem Fischer drüber unterhalten. Und, also der Fischer, das müssen wir jetzt noch mal so ein bisschen erklären. Ja. Das ist ja auch ein cooler Typ. Der Fischer ist ein cooler Typ, das stimmt. Ja. Nee, wir haben uns gefunden und also zufälligerweise über die Georgia kennengelernt und gemerkt, dass wir eben auf der gleichen Wellenlänge sind. Und das hält ja jetzt schon seit gut 40 Jahren, die Freundschaft, 45 Jahre. Genau. Ja. Aber jetzt mal nochmal die Georgia. Die hat ja dann auch gesehen, was ihr da so zusammengebracht habt. Hat die ab und zu mal die Sendungen angeschaut und hat gesagt, mei, ein guter Typ ist er schon. Ja, der Franz Xaver schaut gut aus und jetzt wird er auch prominent oder berühmt. Nee. Nie eine Reaktion gekriegt oder so? Nein, das war dann so, als wir dann angefangen haben, unsere Filme zu machen. Die Georgia hat sich dann, als sie uns verlassen hat, erst mal in einen Lebkuchenfabrikanten verliebt, das hat aber dann auch nicht lange gehalten. Dann in einen irischen Rockmusiker und ist dann nach Irland gegangen. Der war immer so Irlander-Fan. Ja. Der ist inzwischen gestorben, inzwischen ist er wieder mit einem Iren verheiratet. Mhm.
und ist Dozentin an der Uni Sligo und hat Integrationsbeauftragte. Ist immer nur so ein Hippie. Also im Grunde alle drei seid ihr in den Medien gelandet, oder? Das stimmt, ja, ja. Sie ist immer noch so ein Hippie-Mädel, aber hat es richtig zu was gebracht. Und da haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren dann, weil so die Jahre inzwischen treffen und fragt uns mal wieder. Also, in Irland oder so? Wir haben sie in Irland besucht, mal, als wir in Irland einen Film über Irland gemacht haben, haben wir es. Genau, da haben wir sie auch besucht. Die wohnt da irgendwie völlig im Off, irgendwie in einer gottverlassenen Gegend, was ihr ganz gut gefällt. Ja. Und ja, also jetzt ist der Kontakt wieder da, weil damals unsere Fernsehkarriere, die hat sie aus Entfernung irgendwie begleitet. Ja, ja. Genau. Jetzt bleibe ich nochmal dabei. Das, was Sie machen, das ist ja, also auch von den ganzen, sagen wir mal, Kosten her, ist das ja alles vernünftig. Also, Sie gingen einfach, sagen wir, heute gehe ich mal in den Englischen Garten oder morgen gehe ich mal am Marienplatz. Ja. Und ich meine, ihr Gesicht ist natürlich bekannt, aber Sie sind ja wirklich Kult. Sie sind Kult. Ja. So, und einfach auch in Ihrer Art. Aber Sie sind ja so einer, der unglaublich tiefsinnig ist. In Ihnen steckt ja schon auch ein Philosoph. Also, weil Sie fragen schon manchmal so, bis Sie so nie verletzend, also ein bisschen wie ein Biolek. Ja? Der Biolek war nie verletzend, aber wenn einmal einer da war, der wirklich gemeint hat, er kann jetzt den Biolek vorführen, dann ging nichts. Der hat so einen Tiefgang gehabt. Ja. Und das finde ich an Erna auch so. Und Sie haben natürlich eines, Sie haben eine wunderbare Stimme. Aha. Sie haben eine wunderbare Stimme. Also, und Stimme ist natürlich, nicht nur das Ausschauen, sondern Stimme ist im Fernsehen schon auch wichtig. Und vor allen Dingen, was ich gespürt habe, Sie sprechen ja die ganzen Kommentare. Ja, ja. Selber. Das war schwierig am das Anfang. Das glaube ich. Ich immer Schiss vor der Sprecherkabine gehabt. Ja, und jetzt müssen wir nochmal machen. Oder? Ich habe zum Teil dann eine ganze Reihe gemacht. Das war diese, wo wir rund um Bayern gereist sind. Das waren immerhin 6x2 Stunden, glaube ich. Die sind völlig ohne Kommentar ausgekommen. Ich habe vor Ort kommentiert. Jetzt sind wir da und jetzt fahren wir da rüber. So, genau. Das war natürlich schwierig, weil man nicht genau wusste, was im Film ist. Aber es ging. Also das war so eine Notlösung. Und dann haben wir es dann irgendwann mal dann hat es irgendwann mal Klick gemacht. Das ist so, du hast dein Blatt da und liest das vor und dann kriegst du einfach den Duktus nicht hin. Ja, ja. Und irgendwann, ich glaube, das war, als ich den ersten Kinofilm gemacht habe, habe ich eine Sprecherausbildung gemacht, total schief gegangen. Das geht überhaupt nicht. Und da hat es aber Klick gemacht und jetzt kann ich das. Also ich schreibe mir meinen Text auch so, dass er Sprechtext. Modifizieren aber manchmal, oder? Ja, ich schreibe mir nicht selber. Ich spreche den, bevor ich ihn schreibe. Ah, ja. Ja, ja. Also jetzt funktioniert das ganz gut. Und das mit der Stimme, das ist ja ein Glücksfall. Da kann man nicht wirklich, weil Stimme behält man ja, ich meine, Sie sind ja noch jung. Ja. Uns trainieren ja 7 Jahre, also ich werde jetzt demnächst 80. Ah, ja. Was Respekt, ja. Tatsächlich. Ja, und wir ja wissen, Alter ist ja nichts für Feiglinge. Und zwar, wir haben kürzlich eine Sendung gedreht und dann ist ein technisches Problem aufgekommen. Das wurde erst zum Schluss der Sendung. Und dann, logischerweise, heißt es dann, die letzten 10 Minuten müssen wir nochmal machen. Und das ist irgendwie so, da muss man rückwärts denken oder sagen, nein, jetzt mache ich es ganz anders. Jetzt mache ich es ganz anders. Ja. Jetzt, Herr Gernstl, jetzt sind Sie ja wirklich ein sehr bekanntes Gesicht. Ja. Jetzt, das ist ja so wie Vorsicht, Falle oder so. Jetzt kennen Sie viel. Und jetzt, wenn Sie auf einen zugingen, dann so, oh, Moment einmal. Bist du nicht der Fürstl? Ja, genau, bist du nicht der Fürstl. Das passiert Ihnen schon jetzt, oder? Das passiert, ja. Aber das zeigt, dass Sie beim richtigen Sender sind. Ja, wahrscheinlich. Weil die Reichweite ist ja schon immens. Und die geht ja auch, sagen wir mal, bei den Preisen, die geht in Hessen, die geht überall. Und natürlich auch international. Ich habe den Eindruck, am besten in Amberg. Wir waren letztes Wochenende in Amberg im Luftmuseum. Das ist eine Stadt voller Fans. Jeder zweite ist ja Christi. Das ist ja was ganz erstaunlich. Ja, weil sehr ist anders. In München schauen die Leute. So, ja, ist er das? So, oder, ist er das so. Ja. Oder mal kurz. Das war Amberg, doch. Ja, Christi, ist ja was. War sehr lustig. Ja, ich mag das ja ganz gern, wenn man beachtet wird. Beim Drehen ist manchmal ein bisschen blöd, wenn man irgendwo in Murnau in der Fußgänger und so nicht dreht und jeder kommt daher und sagt, komm mal ein Selfie. Jetzt, Jetzt ist es so, Sie haben ja dann vorher so einige, die mal so ein bisschen schauen, wer kann denn da passen, oder? Das war aber früher nicht so, da haben Sie das selber geschaut. Naja, früher war es so, da sind wir völlig unvorbereitet losgefahren.
das hat zum manchen Leerlauf geführt. Und jetzt sind wir manchmal dann in irgendeinem Wirtshaus hängen geblieben, hat es geregnet, dann haben wir gesagt, da brauchen wir gar nicht rausgehen. Es waren so die eher unprofessionell. Jetzt muss man das Ganze ein bisschen professionell, weil es kostet natürlich schon ein Geld, wenn drei Typen rumreisen mit teuren Kameras und so. Also direkt mit 3,50 kann man es jetzt auch nicht finanzieren. Und dann hat sich ein Phänomen herausgebildet. Es gibt diese schrägen Typen, Freaks, irgendwie so, also die Extravaganten, die sind weniger geworden. Also früher konntest du irgendwie im Dorf rumfahren und da hat dann einer Schloss Neuschwanstein im Garten nachgebaut. Ja. Oder ein anderer hat sich gerade ein Perpetuum mobile gebaut, dass man dann. Das ist dir gegangen, oder? Ich weiß nicht. Also so Geschichten. Und, oder zumindest dann irgendwie Eisenbahn im Keller oder so. Oder damit er von der Frau weg ist, oder? Das war immer bei den meisten. Da habe ich mich gefragt, warum machst du nicht? Ja, die Frau hat ja ihr Ding da oben. Und ich bin da unten. Das ist genial. Ja. Und das sind einfach weniger geworden. Also jetzt drauf losfahren, ganz unrecherchiert. Da kann man schon lange suchen, bis aber man jemanden findet. Meine Frau ist ja Schweizerin, ja. Da haben sie mal einen Schweizer gehabt, der gesagt hat, er war mit Genuss unter der Brücke gelegen, der in Indien war. Ah, ja. Also der war schon, das sind ja schon Lebensweisheiten, was da das kommt. Das stimmt, von dem habe ich aber gehört. Also das wusste ich. Ja, aber Sie haben den super, Sie interviewen auch nicht, sondern Sie machen ein Gespräch. Wenn es ein Interview wird, wenn es eine Frage-Antwort spielen wird, dann kannst du das schon vergessen. Also wenn Sie dann, jetzt hocken wir uns hin und dann trinken wir einen Kaffee und dann besprechen wir das Ganze und dann reden wir miteinander. Aber der war gut. Der war super. Der war gut. Also der hat auch so Lebensweisheiten rausgehauen. Und glücklich ist er. Und ich wollte noch was erzählen. Ich bin ja letzte Woche bin ich aus Jamaika zurückgekommen. Ah. Ich habe mir gedacht, jetzt weg vom Handy mal wirklich über das Leben nachdenken. Also wenn man jetzt irgendwie in ein paar Wochen 80 wird, das ist ja schon eine Ansage. Also, wenn man sagt, wie lange es noch geht, oder? Ja, genau. Was man die nächsten 80 Jahre genau. So, aber da habe ich dann drüben gesehen, also diese Bevölkerung, die doch mehrheitlich arm ist, die haben einfach als erstes Lacher. Also egal, sofort, how are you? Und dann das ganze Gesicht geht. Also, das, und dann bin ich in Frankfurt angekommen. Was ist denn jetzt los mit uns? Ganz was anderes. Was ist denn da los? Da lacht keiner mehr. Das stimmt, also, das ist ja auch bei Erna. Sie sind ja auch immer so ein fröhlicher Mensch. Es tut einer gut, wenn es dem anderen mit dem Gespräch gut geht. Ja, also ich bin kein Philosoph, ich versuche den Philosophen im anderen zu finden. Das zu kommt wecken. Aber auch rüber. Ja. Ja. Und also, wie ist denn das? Mit der Redaktion. Also wenn Sie jetzt was zurückbringen, ich bleibe jetzt dabei. Also ich schätze auch den Bayerischen, ich schaue sehr viel bayerisches Fernsehen, speziell Ihre Sendung. So, aber jetzt kommt eins dazu. Irgendwann kommen ja auch mal so Dinge raus, wo einer einfach nicht bayerisches Fernsehen gerecht antwortet oder redet. Ja. Wie wissen das mit dem Schneid hier da aus? Oder? Also wir schneiden natürlich ganz eifrig. Ich bin immer. Wir sind so 2 Wochen vielleicht beim Training unterwegs, 10 Tage oder sowas. Und dann bin ich mindestens genauso lange am Schneidetisch. Also Sie schneiden selber, oder? Ja. Also ich habe einen Cutter und mit dem schneide ich dann. Manchmal macht es mein Sohn auch und ich komme bloß so beratend dazu. Ja. Das ist ganz gut, wenn man ein bisschen einen Abstand hat auch. Aber wo Sie dann auch sagen, nein, das muss jetzt mal drinbleiben oder so? Ja, klar. Das gehört schon dazu. Aber wir haben ich habe mittlerweile, glaube ich, den 10. Redakteur oder Redakteurin. Ja. Die sind in der Regel sehr gnädig mit uns. Mhm. Also wir haben fast schon so ein bisschen Narrenfreiheit. Ein einziges Mal haben sie mal einen Beitrag zensiert. Den wollten sie nicht haben. Ich kann es schon nachvollziehen. Ja. Das war der Gunther von Hagen, der diese Körperwelten macht. Ja. Und die Redakteurin fand das einfach unflätig, was der treibt. Es ist auch wichtig, dass eine Chefredaktion oder Chefredakteurin, dass die wirklich auch sagt, das ist unser Stil, den behalten wir. Aber Ihre Sendung ist ja schon. Also, ich darf fast eigentlich machen. Sie könnten praktisch jeden, oder? Jeden ins Interview. Ja, es gibt ja ein wildes Durcheinander, vom Kolani bis zu irgendeinem Penner. Oder Pfarrer mal war auch schon dabei. Pfarrer, also ich habe keine Scheu da. Ich gehe nicht mit Scheuklappen durch. Bereiten Sie sich da drauf vor? Wie ist das?
jetzt nicht antworten, jetzt gehen wir mal zum Seehaus vor und dann ratschen wir weiter. Ja. Machen wir okay, das? Machen wir. Okay. Jawohl. Ja, Herr Gernstl, wie oft sagen die Leute, als noch nicht so bekannt war, zu einer Gerstl? Fürstl, der Fürstl. Der Fürstl oder Gerstl? Ja, wie hast du jetzt gleich wieder, der Ding, ja, genau. Das ist doch der Ding, der Gustl Bayer haben wir nicht bis da. Aber so lustig in Niederbayern, da waren drei so Typen, die haben sie überhaupt nicht zusammengebracht, bis dann endlich gesagt, der Gerstl ist. Aber ist ja schon ein seltener Name irgendwie, gell? Den gibt's, glaube ich, nur 2-3 Mal. Ja, also, ja? Nee, jetzt mir mal hier mit meinen Kindern, ansonsten gibt es in Feilenbach nur jemand, ist das ja kaum aussprechbar für einen Nicht-Bayern, gell? Genau. Genau. Jetzt, ich komme nochmal zurück. Wie bereiten Sie sich denn vor? Sie gehen auf Menschen zu. Ja. Und das ist ja alles aus Ihrer Lebenserfahrung. Also Sie haben eine große Lebenserfahrung. Sie sind ja schon auch so ein Menschenfänger, aber Sie sind immer wirklich, ich sage jetzt mal, fast alte Schule, höflich. Sie sind ein super Zuhörer. Das ist gehört, habe ich gesagt. Ja, genau. Pünktlich, bei so einem Dreh auf die Minute da. Ja, aber ich habe Sie schon vorher mit dem Radl rumfahren sehen. Aha. Ja, genau, das muss er sein. Aber wie bereiten Sie sich da vor? Nicht. Nicht, gell? Also, wenn jetzt eine Geschichte recherchiert ist, also ich besuche jetzt einen Instrumentenbauer, der das Alphorn von 5 Meter auf 0,5 Meter geschrumpft hat, da lese ich natürlich ein bisschen was so im Internet, wenn man was lesen kann. Aber ansonsten, ich mache mir auch keine Liste mit Fragen. Also da ist mir der Sklave seiner Fragen. Ich kenne das oft, dass wenn man einen jungen Reporter losschickt und mit einer Liste von 20 Fragen dir stellen soll, dann kriegst du einen Vogel. Also ich weiß so ein bisschen was, legen wir vielleicht die. Nee, also ich bereite mich nicht vor, ich frage, wie geht's und dann. Also ich weiß in der Regel dann immer so, ich frage den Menschen, wie es geht und was er macht. Und am Ende kommt man dann dahin und fragt ihn, warum er es macht. Es kommt natürlich auch aufs Zuhören drauf an, dass man mal reinhört, was ist da. Ja, also ich gehe jetzt nicht so zu den Menschen hin und pflaster den zu mit irgendwelchen intelligenten. Das Blödeste ist, intelligente Fragen stellen. Ja. Man darf sich als Reporter nicht selber feiern. Aber kluge Fragen. Einfache Fragen. Ja, dass der nicht nervös wird, der oft, Mensch. Sind ja, genau. Also man versucht halt, eine Situation zu schaffen, dass der Mensch, mit dem man dreht, so seine Geschichte erzählen kann. Und manchmal hilft man ihm ein bisschen so aufs Gleis wieder, wenn er sich verliert. Ja, ja. Und eigentlich pampert man mit den Fragen und macht so ein kleines Podest. Und da ist der dann jetzt plötzlich der Star. Der ist auch mein Star. Also wenn ich mit jemandem rede, ich bin total verliebt in die Leute. Ich habe keinerlei journalistische Distanz, die man so haben sollte. Passiert dann auch oft, dass ich eine halbe Stunde lang oder 2 Stunden mit jemandem drehe. Ja. Und denke mir, das war ein super Gespräch. Ja. Dankeschön. Und dann sagen die Kollegen, du, das war nichts, ich merk's nicht. Ja, ja. Aber trotzdem wird's gesendet, oder? Ja, nee. Es gibt ja schon manche Sachen, wo man sagt, nee, das war jetzt gar nichts, das lassen wir lieber bleiben. Und umgekehrt auch so ein sperriges Gespräch und denken, ob das jetzt was gewesen ist. Ich habe einmal ein unvergessliches Gespräch gehabt, und zwar mit dem ehemaligen Franz Schmidt. Das war der Oberaufseher vom Friedhof, praktisch vom Ostfriedhof. Und der hat immer bei jeder Frage hat immer gesagt, genau. Genau. Und wieder genau. Dann habe ich gesagt, das ist das. Also ich war unterbrochen. Dann sage ich, was sagt er, ja, können Sie mich nicht fragen, wer da alles liegt? Weil ich bin ein Löwe. Dann haben wir nur über 60 geredet. Ja. Dann sind wir zum Brunnenmeier-Grab gegangen. Und da sind ja einige seiner ehemaligen Fußballspieler, die wo er Fan war. Die, also manchmal muss man schon auf die Menschen eingehen. Ja? Und so ein kleines Vorgespräch, gibt es das so ab und zu? Nein, um Gottes Willen. Machen wir nicht. Ich bin jetzt ein bisschen abgelenkt. Ich habe mir tatsächlich, was sagen Sie, als frankophiler Mensch ein Sprudelwasser in den Pirnone. Nein. Den gehen wir zurück. Das geht nicht. Nein. Aber dass man nicht als Nörgler daherkommt. Nein, den gehen wir zurück. Den gehen wir zurück.
Das machen wir ja noch. Das schmeckt nicht. Also keine Vorgespräche. Keine. Also wenn jemand sagt, jetzt hocken wir uns erstmal hin und trinken einen Kaffee, weil wir besprechen wir das Ganze genau. Das ist nichts für einen Gernst. Ich werde auch oft gefragt, ob wir nicht ein paar Outtakes hätten, Szenen, so ja. Making of the. Habe ich nicht, weil wir. Also bei uns sind die Outtakes immer im Programm, wenn was schief geht. Ja, aber es ist ja auch was schief gegangen. War auch im Programm. Aber das machen wir nach der Sendung. Nein, das geht gar nicht. Nein. Ist ein Pernod, liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer. Und Pernod geht nur mit Leitungswasser. Ja, du musst Leitungswasser. Genau. Ich habe mal im, als mal oder vom großen Seloer See oder kleine Seloer See. Als wir in der XDDR zum ersten Mal gedreht haben, haben wir einen Pernod gesagt, die hatten in der Bar tatsächlich einen Pernod. Dann kippt die mir auch so Sprudelwasser rein. Dann sage ich, das geht nicht, das schmeckt nicht mit Sprudelwasser. Dann sagt sie, ja, das normale Leitungswasser würde ich hier nicht trinken. Aber hier haben wir schon ein gutes Leitungswasser, das machen wir ja noch. Jetzt, wie war das jetzt? Wir kennen uns ja, glaube ich, wir haben uns einmal gesehen, irgendwo beim Italiener. Ja. Und dann habe ich sie angerufen. Wie war jetzt das? Auf mich haben sie sich da vorbereitet, auch nicht, oder? Einfach gesagt. Ehrlich gesagt, ich schaue nicht so viel TV München, da komme ich. Was? Das müssen wir mal ändern. München TV heißt es. München TV. Das ist bei mir irgendwie zufälligerweise ganz weit hinten gelandet. Was? Ja, weil ich bin zu faul, mir die Programme da richtig hinzuhören. Und das war zufälligerweise. Darum schaue ich es aber irgendwie ein bisschen haben wir uns schon kennt. Das ist schon mal wichtig. Ja. Also klar. Ja, mein Sohn ist irgendwie großer Fan von manchen Sendungen von München TV. Er erzählt mir immer davon. Ja. Gibt es eigentlich diese Reisesendung noch da jetzt? Ja. Die finde ich ganz großartig. Ja. Etliche Kollegen vom BR sind da sehr neidisch drauf. Ja. Und ja, ich habe mal nachgeschaut, wer sie sind, klar. Also ich glaube, ich habe sie auch schon mal gesehen. Also, aber es ist nicht so, dass ich mich da großartig vorbereite. Ja. Jetzt, Herr Gernstl, mal eine. Kommt noch nicht. Nein, das machen wir gleich. Eine wirklich persönliche Frage. Was sind Sie für ein Mensch? Was ich für ein Mensch bin, das, wenn ich wüsste, da mache ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken drüber. Also, wie Sie schon gesagt haben, ich versuche ein höflicher Mensch zu sein. Ich versuche keine Probleme zu bereiten. Mhm. Ich bin immer nett zu den Leuten und freue mich, wenn ich die anderen Leute gut draufbringe. Jetzt habe ich ein Problem. Sie haben da ein Sprudelwasser rein in den Pernod und das geht eigentlich gar nicht. Der schmeckt einfach nicht mit Sprudel. Das gehört immer mit Leitungswasser. Einfach da das Leitungswasser rein, das wäre super. Genau, danke. Ist so. Aber da sind Sie schon konsequent, oder? Ja, es schmeckt halt nicht. Nein, schmeckt nicht. Ja, das ist ein Scheißtrinker. Wie sind Sie zum Pernod-Trinker gekommen? War in Frankreich gewesen früher? Ja, in jungen Jahren war es also das erste Auto. Das erste war NSU Prinz, Vorgänger von Audi. Und dann mal Ente auch noch. Der war ganz Ente. Und dann habe ich einen Renault gehabt und habe Gauloise geraucht, Gitane. Ja. Man durfte halt kein deutsches Auto fahren als Revoluzer und Hippie. Da hat man irgendwie auf alle Fälle was anderes haben müssen. Ein R16 und dann sind wir mit dem R16 nach Frankreich gefahren und haben Pernod getrunken und Zigaretten geraucht. War das der mit der Schaltung da? Oder? Ja, und Jean-Paul Belmondo, und die Filme haben wir sich angeschaut. Eddie Constantin. Da waren die Franzosen ja ganz groß im Kino, das hat sich dann verloren in den 70er Jahren. Mhm. Ja, also frankophil ist man da einfach gewesen. Dann gar nicht so Italien, man war gar nicht so in, da sind die Spießer alle hingefahren. Ja, ja. Jetzt passt es. Vielen herzlichen Dank. Nach Rimini, da wollte man auch nicht hin. Mhm. Also muss man nach Frankreich und Pernod trinken oder Pastis. Und sonst ist man da in ein Dorf geguckt und die Herren haben Pool gespielt und wir haben die Aschenbecher geklaut. Santé. Ja. Das ist, wenn man keinen Alkohol trinken möchte und doch irgendwie. Kommt man nicht drum rum. Da ist ja kaum was drin. Aber. Aber Sie leben gesund, oder? Zumindest, Sie schauen gesund aus. Ja, ich koche auch sehr gesund und haue mir dann natürlich manchmal einen Schweinsbraten. Also ich bin nicht konsequent gesund. Ja. Also ich fresse gerne mal ein paar Würstel oder sowas in der Art. Ich habe es mal versucht, das selber zu machen, geht auch.
Und ich bin kein fanatischer Gesundheitsapostel, aber ich versuche natürlich mich. Aber so ab und zu ein Check-up ist schon wichtig. Also so das mache ich regelmäßig. Einmal im Jahr. Ja, 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 Blutuntersuchung. Und auch ein bisschen kardiologisch. Prostata-Untersuchung und kardiologisch. Und das ist schon Schilddrüse, wichtig. Also mindestens 5 Untersuchungen im Jahr. Bin ja, ist gut. Total eifrig. Ist gut. Sogar die Darmuntersuchung mache ich alle 5 Jahre, sollte man machen. Ja, sollte man machen. Ja, ja. Ist mir so peinlich, gell? Aber, ja, aber es ist wichtig. Wenn man dann nicht stirbt, ist es besser. Es ist wichtig. Jetzt, was haben Sie denn jetzt da so noch drauf? Also es ist ja Ihr Konzept, das ist ja was Visionäres. Mhm. Also Sie könnten ja sagen, also ich kann 120 Jahre alt werden. Ich habe immer meine Protagonisten. Also ich finde immer jemanden. Ja? Ja. Also das Konzept war ja so primitiv einfach. Einfach. Wir haben gesagt, wir fahren rum und drehen, was uns unterkommt. Das war nicht einfach damals. Also ich habe einen Redakteur gehabt, das war ein Fan, ich habe Kinderprogramm gemacht, irgendwie so als Reporter, Kinderreporter. Und dem hat das gut gefallen. Und er hat gesagt, was willst du denn eigentlich machen? Dann habe ich gesagt, ja, Filme halt. Und er sagt, nein, eigentlich. Ist mir nichts eingefallen. Dass das immer so blöd war, wenn man recherchiert hat und hinterher war alles ganz anders. Dann habe ich gesagt, eigentlich würden wir gerne rumfahren und drehen, was uns unterkommt. Aber es sind ja auch Leute dabei gewesen, also, was wollen Sie von mir? Also, gibt's ja, das das gibt es schon auch. Oder das so. Nein, ich will nicht ins Fernsehen. Und das ist erstaunlich selten. Ja, aber desto bekannter man wird, desto leichter kommen die Leute natürlich. Und sagen. Aber tatsächlich haben wir das Konzept dann, das war mühsam, aber irgendwie ging es dann, weil wir schon einen Titel hatten. 10 Grad östlicher Länge ist das, schnurstracks durch die Republik, das klingt noch was. Aber das war, wir fahren los und drehen irgendwas. Und das hält jetzt seit 40 Jahren. Unglaublich. Also, aber ich habe ja da einmal den roten Bus, einmal den blauen Bus und dann wieder der rote Bus. Ja. Wie wichtig ist da der Bus? Das hat sich so entwickelt. Also anfangs haben wir so ein Gemüsefahrzeug gehabt, das billigste Datsun Urban, was halt zu haben war. Und da waren wir auch so faul damals, da haben wir den Bus gar nicht gesehen, weil wir bloß immer aus dem fahrenden Auto rausgedreht haben. Da waren wir noch so die reisende Hippie-Bande irgendwie. Und dann haben wir mal einen Weißen gehabt und haben gesagt, das ist auch nicht, haben den dann rot lackieren lassen. Weil der Kameramann gemeint hat, das ist schöner, wenn man durch die Landschaft fährt. Und das hat sich so entwickelt. Aber normal war es ja gewesen, dass man sagt, man nimmt den schönen blauen Bus vom Bayerischen Fernsehen. So, das wollt ihr nie, oder? Das haben sie uns dann immer angeboten. Ich habe gesagt, nehmt halt einen BR-Bus. Dann habe ich gesagt, nein. Wir wollten nicht als Fernsehteam daherkommen. Die 3 so Burschen, die halt durch die Gegend fahren. Und dass der Bus dann rot geworden ist, das hat sich so, war nicht kein Plan, das hat sich so entwickelt. Jetzt haben wir aber, glaube ich, den 5. oder 6. roten Bus. Jetzt haben Sie auch noch den wunderbaren Toningenieur. Und Stefan? Ja. Rax. Ja, der ist. Die machen das auch hauptberuflich, oder? Die zwei. Ja, freilich. Ja, ja. Die machen jetzt nicht nur meine Sendung, die machen zum Beispiel die Landfrauenküche auch. Ach, die ja sehr erfolgreich ist. Ja, oder wir produzieren in der Firma, die Firma Megaherz heißt die. Ja. Megaherz. Wir produzieren auch Checker Tobi, haben wir gerade einen Kinofilm gemacht. Mhm. Sehr erfolgreichen mit über 1 Million Besucher, was sehr ungewöhnlich ist. Genau. Und die machen dieses und jenes und am liebsten aber Gernstl unterwegs. Genau. Und der Stefan, der war ja schon in Zeiten, als wir da in der Landwehrstraße unsere WG hatten. Da war wo war die? Welche Nummer war das? 5. Und so ganz vorn. Er hat bei der TZ gearbeitet und ist immer am Weg immer und in der Thalkirchnerstraße gewohnt. Und am Weg hin oder her ist er immer stecken geblieben. Bei uns haben wir Begämmern gespalten und so. Ja. Da war noch gar nicht vom Fernsehen die Rede. Aber da haben wir uns schon angefreundet und irgendwann haben wir ihm dann gesagt, jetzt pass auf, jetzt kriegst du ein Mikrofon und wirst unser Tonmann. Sehr gut, sehr gut. Jetzt, die Damen in ihrem Leben, die kommen ja nicht so vor. Aber ich gehe davon aus, da gab es schon einige Damen, oder? Sie meinen, ja, ich war verheiratet lange Jahre, 23 Jahre. Da stammen auch die Kinder, also ganz ordentlich bei mir, beim Kameramann was anderes. Und natürlich gab es davor und danach so Freundschaften. Und bin ich jetzt auch mit einer netten jungen Dame befreundet. Ja, schön. Ja, ja. Und man sagt ja, sagen wir mal, die Zukunft ist weiblich. Jetzt so als Wort meinen Sie? Nein, oder so ich meine schon, weil die Damen denken schon anders als wir Männer manchmal. Ja, ja.
Also dieses Macho-Getue. Und vor allen Dingen gerade in so Zeiten, wo es doch ein bisschen enger wird, also die Weide sind wirklich in Unruhe, da ist es schon auch wichtig, dass man sagt, jetzt leben wir jetzt und nicht immer schauen, was da in der Welt los ist. Das gehört schon auch dazu. Ich sage mal, die Damen haben eine unglaubliche Motivationskraft. Ich glaube, wenn der Putin eine Putina wäre, dann würde er nicht so rumballern irgendwie. Ja. Das stimmt, das wahrscheinlich, man weiß es nicht genau. Also wenn die Welt von Frauen regiert wäre, ich glaube, dann wäre sie eine friedvollere. Bin ich mir ziemlich sicher. Das weil die nicht irgendwie Testosteron gesteuert versuchen, dem anderen irgendwie eine Bombe auf den Kopf zu werfen. Das ist bei den Frauen in nicht Ihnen so. Kommt also rüber, also natürlich ist im Leben, sagen wir mal, Geld ist schon wichtig, aber Sie sind also ein Wertemensch. Sie haben einfach so etwas Beruhigendes. Und das ist ja auch irgendwie, sagen wir, ist viel besser als eine Lebensversicherung. Ja? Dass man eben wirklich an sich selber irgendwie auch Freude hat, dass man sagt, ich mache was richtig, ich muss nicht im Mittelpunkt stehen, wobei sie logischerweise immer im Mittelpunkt dann stehen. Aber ich meine, das ist schon auch schön, dieses Beruhigende, dieses Geist, Körper, Seele, dass das richtig tickt. Ja, ich meine, ich habe jetzt so viel Kohle, dass ich mir keine Sorgen mehr machen muss. Ja. Also kann mich gut finanzieren, das finde ich schon mal ganz prima. Richtig, ja? Also das war das Problem meiner Mutter immer, weil mein Vater war erfolgloser Unternehmer und hat von einem Kreditloch zum anderen. Darum habe ich Bankkaufmann lernen müssen. Also das Materielle ist geregelt. Und ansonsten ist halt so, ich nehme es, wie es kommt. Also es gibt ein schönes, der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg, da steht auf der Seite 3, es ist, wie es ist und es kommt, wie es kommt. Und das ist eine Weisheit, die muss man erst mal irgendwie verstanden haben. Ja. Und dann lebt sich's eigentlich ganz gut damit. Glauben Sie an Gott? Nee. Ich war zwar immer aber an irgendwas Ministrant. Nee, ich glaube an nichts. Ich glaube, dass ein Piano, wenn er mit Sprudelwasser aufgegossen ist, nicht schmeckt. Da glauben Sie nicht dran. Ich glaube an das Gute im Menschen. Mhm. Und man kann ein sehr moralischer Mensch sein und nicht gläubig. Mhm. Oder nicht gläubig, trotzdem ein moralischer Mensch. Schön. Und so die Lebensfreude, die ist ja auch wichtig. Wie wird die von Ihnen gelebt? Also ich werde oft gefragt, was Glück ist. Und ich sage, Glück ist etwas, was man nicht suchen muss, das muss man nicht finden. Wenn man es mit Lebensfreude übersetzt, dann ist es einfach der Normalzustand des Menschen. Wenn man nicht mit anderen Dingen beschäftigt, ist mit Neid, mit Eifersucht, mit Sorgen machen, dann ist man glücklich. Ja, ja. Schön. Ja, lieber Herr Gernstl, schön, dass Sie heute einmal auf München TV waren? War nicht oder weiter. Hat es weh da? Nein, überhaupt nicht. Hat richtig Spaß gemacht. Ja. Und jetzt werden wir uns noch ein bisschen weiter unterhalten. Ja. Und vielen Dank. Gerne. Und also Sie haben in mir immer einen, der Ihre Sendungen anschaut. Das freut mich. Vielleicht schauen Sie auch mal unsere an. Genau. Und Sie auch. Genau. Liebe Zuschauer, das war's schon. Und diesmal mit Franz Xaver Gernstl. Ja, er ist wirklich eine Kultpersönlichkeit und Sie haben es ja selber gesehen, auch ein wunderbarer Mensch. Wir sehen uns wieder beim nächsten Le Schön Talk. Bis dahin noch eine schöne Zeit.